Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Diesmal haben wir wieder alles für euch. Was haben wir? Sex, Drama und Lebensweisheiten. Alles aus der Heute. Woher sonst? Schwarzblau, was war los die Woche? Naja, Schwarzblau 1 ist ja jetzt vor Gericht. Der Krasser. Und der ist ja ewig, oder? Naja. Und die Richterin kennt ja den Hochzeitstag vom Krasser besser als er selbst, hat die heute die Woche berichtet. Alleine für das gerade schon vor Gericht. Ja. Und das wird jetzt ein Wettrennen. Zwischen? Zwischen zwei Frauen, nämlich der Fiona, ob sie sich scheiden lässt, oder der Richterin, ob sie ihn verurteilt. Wir werden es erfahren. In der Heute. Was war noch los die Woche? Der Norbert Hofer hat gesagt, ich bin drogengefährdet. Und ich finde, das ist eine tolle Aussage. Also selbstkritisch, selbstbewusst, ja. Nicht jeder bei den Freiheitlichen bringt das zusammen. Zum Beispiel, der Strache nicht. Packst du Taschen durch? Danke, nein. Sonst noch was losgewesen? Ja, aber das ist eher tragisch. Okay. Der Hofer war am Flughafen bei sich unten. Da hat er einen Piloten schon. Ja, hat er jetzt geschafft. Und war dabei, wie ein anderer Pilot abgestürzt ist. Und er ist hingejumpt und hat Ersthilfe gemacht. Und okay. Der ist aber gestorben. Das ist eine Chance. Ja. An dieser Stelle natürlich Beileid an die Hinterbliebenen. Mhm. Aber was ist das, was hat das jetzt? Das wirklich Schlimme dabei ist, die ÖBB hat daneben eine Werbung gemacht und die ist wirklich pietätlos. Oh Mann, das ist Ja, dein Schutzengel ist nicht immer für dich da. Was hat dir heute diese Woche über den Trump geschrieben? Ne, der Trump versucht, wie jeder Präsident, einen bleibenden Eindruck im Staat zu hinterlassen. Und der leichteste Weg ist, indem man einen obersten Richter nominiert. Mhm. Und so hat zwar der Trump vor. Nämlich mit einem Brett Kavanaugh, den hat er nominiert. Ja, aber da gibt es auch Probleme. Massive Probleme. Der hat angeblich vor 30 Jahren eine jetzige Uni-Professorin begrapscht oder fast vergewaltigt. Mhm. Und ja, das ist ein bisschen zahlig gerade geworden. Mhm. Hat er nominiert, weil sie Gleichgesinnte sind? Wir werden es nie erfahren. Okay. Natürlich hat er auch versucht, einen Win für sich rauszuschlagen die Woche. Und am besten macht er das mit der Zollkeule. Und die hat er wieder mal Richtung China geschwungen. 10% auf chinesische Importe. Und die Reaktion? Chinesen haben an den Finger gezeigt und gemeint, China mal auch 10% Retour. Mhm. Boom. Damit war die Sache gegessen. Aber für einen Trump kommt es noch schlimmer. Vorige Woche war der Bob Woodward mit seinem Buch. Mhm. Die Woche Stormy Daniels, die Pornodarstellerin, mit der er Gespusi gehabt hat. Genau, ich kann mich erinnern. Die packt aus. Mhm. Und ich persönlich glaube, das, was die auspackt, tut ja mehr weh, als ich, was der Woodward auspackt. Ihr könnt euch alle noch an den Clinton erinnern. Mhm. Aber das geht beim Trump gar nicht. Nein? According to Stormy Daniels. Okay. Weil er hat nämlich einen Penis wie die Pilzfigur von Mario Kart. Hat er schon Fake News gerufen? Noch nicht, aber ich hoffe auch wirklich, dass er nie einen Gegenbeweis antritt, öffentlich. Ja, bitte. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Ich weiß, warum sich so viele Leute scheiden lassen. Ja, weil sie geheiratet haben. Na ernsthaft, was hast du gelernt? Also laut heute, einer der häufigsten Scheidungsgründe in der letzten Zeit, Computerspiele wie Fortnite und andere. Gut zu wissen. Ja, komm, Finger weg vom Joystick, wenn du verheiratet bleiben willst. Was hast du gelernt die Woche? Es ist manchmal wichtig, dass man sein Gebiss im Wasserglas am Nachtkastl stehen lässt. Bist du sicher? Ja, da haben sie einen Dieb kürzlich anhand seines Gebisses, das er am Tatort verloren hat,
identifiziert. Wenn, der hat sein Gebiss verloren. Ja, wenn der die heute gelesen hätte und das gewusst hätte, hätten sie ihn nicht erwischt. Tja, da hast du heute alles Gutes. Und mit dieser Erkenntnis lassen wir euch wieder in die neue Woche starten. Wir verabschieden uns von den Zuschauern hier auf Okto. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Baba. Und wie immer, die coolen Kids im Internet. Ja, wir bitten euch wie immer, teilt uns, kommentiert und liken. Habt eine schöne Woche. Genau. Pfiat euch. Ja.